Wie weit seid ihr? Mega cool. Nummer 1 ist fertig. Ach mein Gott. Schau, zeig doch lieber mal hier drauf. Ich finde die Funktion richtig cool. Sieht man das? Das hier. Schau mal. Cool gemacht, oder? Was macht das Auge? Gut. Guten Morgen zusammen. Heute ist der erste Advent. Bei uns auf jeden Fall, denn wir haben heute Sonntag. Das Video gibt es für euch dann morgen, das heißt am Montag. Und ja, wir machen gerade, haben gerade Frühstück gemacht, Tisch gedeckt und wollen jetzt zusammen frühstücken. Unsere Kerze, die brennt ja noch gar nicht. Nee, machen wir die wirklich an? Ja, natürlich machen wir die an. Ja, sicher. Wir machen hier ein Feuerzeug. Ich weiß nicht, wo die sind. Musst du dann bitte machen. Ja? Musst du dann machen. Oh, okay. Hier nicht im Haus. Ja, wir brauchen die halt so selten, ne? Wir frühstücken jetzt schön zusammen. Und ja, wir haben heute auch was vor. Ich glaube, ein großes Projekt, oder? Das wird, ja. Ne, ein großes Projekt. Ich weiß nicht, ob wir heute fertig werden. Aber wir werden jetzt erstmal frühstücken. Kerze macht der Carlitos jetzt an. Zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Und Carlitos fragt den Gianno, schaffen wir das? Ist ab 8 Jahre. Natürlich schaffen wir das, ne Gianno? Ich glaube, der Gianno, der kann das viel besser wie wir. Der ist das schon geübt. Ja, zeige ich euch dann gleich. Ja, so, wir frühstücken jetzt in Ruhe, zeige euch gleich nochmal den Adventskranz mit der ja, die Kerze an ist, bevor wir die dann ausmachen. Die brennt bei uns nicht den ganzen Tag, sondern nur morgens zum Frühstück und eventuell abends nochmal. Und dann kommt sie nämlich wieder raus, hier direkt auf der Terrasse, auf die Truhe. Dann sehen wir die auch, ne? Du auch? Genau. Luise, die ist hier total süß. So, wir haben schon gefrühstückt. Die Kerze können wir auspusten. Komm, Gianno, pustest du aus? Ich will aber. Haben jeder einen? Was? Der Gianno hat doch schon, die ist ja, eben aus Versehen ausgegangen. Dann duten wir die nicht. Na komm, Gianno darf er nächste Woche. Nächste Woche sind es 2 Kerzen. Komm mal, Schatz, puste mal. Ich glaube, die geht von alleine schon aus. Super! Jetzt ist Gianno dran. Ach, Quatsch! Warum? Ernsthaft? Komm, jetzt ist Luisa dran. Und wenn Dario da ist, dann machst du... Ja, das war ja auch ein Scherz. So, dann komm gleich raus, ne? Ja. Kinder, seid ihr gespannt? Ja? Ja, los, Papi. Was hast du für uns? Nein. Da ist es. Am besten einmal hochstellen. In der Kamera sieht man es nämlich nicht. Was magst du dazu erzählen? Das ist ein Baustein-Set. Hitze sicher sogar. Ein Knusperhäuschen von der Marke Fun Hole? Ja, richtig. Warum steht es denn? Light Day and Night heißt das. Also Tag und Nacht, ne? Ja. Deswegen die Lichter. Genau. Da ist ja wirklich Strom und so anscheinend dabei. Ja, richtig. Dabei, ne? Also hier steht 986 Teile. Oh mein Teile. Gott, fast 1000 Teile. Und ab 8 Jahren. Das einfach mal holen, mit mir die alleine. Ab 8 Jahren. Nee, alleine nicht. Das machen wir jetzt alle zusammen. Wir haben richtig, richtig cool. Ich bin cool. Also kurz ein kleines Unboxing für euch. Was sich alles in dieser Box befindet. Einmal so ein kleines Kärtchen. Natürlich versuchen wir euch auch hier in diesem Video das Ergebnis zu zeigen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir das heute nicht schaffen. Und eigentlich ist es auch ganz cool, dass es ein Projekt ist für mehrere Tage. Ne? Dann können wir zum Beispiel... Am Weihnachten ist es fertig. Am Weihnachten ist es fertig. Das ist das Buchlein. Also sonst gibt es ja immer so ein kleines Häppchen. Ne? Ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Und bei dem hier ist es wirklich ein ganzes Buch. Oh mein Gott, wie viele Seiten das hat. Dann, ja, das stimmt. Hier befindet sich was drin. Und dann sind die ganzen Teile markiert anscheinend. Ja, hier ist eine 2, eine 1, eine 3, nochmal eine 3. Okay. Ich mache heute 1 und 2. Ja, es sind wirklich mehrere Zahlen. Das ist einfach der Wahnsinn.
Anteil ist Soda drin. Der Wahnsinn. Die schauen jetzt gerade da rein. Jetzt gucken, wie wir beginnen. Ich würde sagen, ich zeige euch das so im Laufe des Tages immer wieder. Also es ist ein normaler Familienvlog. Nehmen wir euch so verteilt über den Tag mit. Zeige euch immer wieder, wie der Zwischenstand ist von diesem Zuckerhäuschen. Ja, da fängt es ja schon an. Am Anfang sind die ganzen Sachen. Das sieht doch alles auf Englisch, ja. Alles auf Englisch? Oh mein Gott. Das ist auf Englisch. Ja, sollte man vielleicht also auch mal. Also hier steht ja kein Text dann, ne? Nur am Anfang. Ach, stimmt. Ja. Nur mit Bildern. Verlinke euch dazu den Link in die Beschreibung. Guck mal, in die Videobeschreibung, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Die haben da auch noch andere Sachen. Also das ist jetzt so ein Zuckerhäuschen. Ja, und die haben da noch einen Zug, haben die, ich glaube, eine Zug ist das, oder eine Lok. Auch ganz cool. Jetzt ein Zug oder eine Lok. Die haben da verschiedene Sachen. Jetzt nicht so mega viel Auswahl, aber ja. Bin gespannt, weil er steht ab 8 Jahre. Und Carlos sagt ihm, boah. Ja, die ersten 30 Seiten oder was sind schon wirklich eins. Ach, noch eins. Wahnsinn. Scheiße. Ah, hier kommt die 2. Erst ab 50 ist die 2 gefragt. Bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Niemals. Ja, heute schaffen wir es nicht. Wir kriegen nämlich auch noch Besuch. Deswegen, mal schauen. Bob, der Baumeister. Können wir das schaffen? Und Melina sagt so, yo, wir schaffen das. Hier ist Bob so. Und Jano kann das. So, dann los geht's. Ein Zwischenbericht. Oh, die es Kleine. Läuft. Ja? Oh, ein Handy klingelt. Schafft ihr es? Von welcher Seite sind ihr? Seite 10. Guck oder mal, was? Sado. Jetzt habe ich den hier 10. Zu viel. Wie weit seid ihr? Mega cool. Nummer 1 ist fertig. Ach mein Gott. Schau, zeig doch lieber mal hier drauf. Ich finde die Funktion richtig cool. Sieht man das? Das hier? Schau mal. Cool gemacht, jetzt haben oder? Ja. Cool. Gut aus. Paket 1 habt ihr, ne? Oder Tütchen 1. Das ja, geht Tütchen. Aber nicht richtig oder hier. Mehrere Tüten. Das hier, das jetzt ist machen wir nächstes Mal weiter mit 2. Ja, der 2, muss ein bisschen ne? rein. Später. Gut, jetzt. Oder? Ja, wir machen später weiter. Ja, wir machen 1. Stop. Ho, ho, ho. Ist die Mütze nicht toll? Letztes Jahr wurde ich gefragt, wo hast du die Mütze her? Die ist voll schön, die ist so mit Glitzer. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Ich habe die ja schon seit Jahren, ne? Bist du in der Weihnachtsstimmung? Aha. Ja, ne? Was macht das Auge? Gut. Oder? Ja. Mein Bauch, du musst so alles aufpassen, klar. Dass da was zwischen ist. Ja. Carlitos. Ja. Das ist gut? Ja. Wir haben so gut, lecker, schön gegessen zum Frühstück. Aha. Ist ja noch früh, ne? 10:30 haben wir. Ja. Was ist das, Lina? Die Kugel sieht irgendwie so, die ist so enorm spitz nach vorne, ne? Aha. Ich habe mir einen Pullover angezogen, war gerade so ein bisschen kühl. Carlitos legt sich jetzt hin, hat ein bisschen Kopfweh, ne? Aber ich zeige euch noch, wir haben nämlich schon Essen, beziehungsweise Carlos wollte Essen machen. War ihm alles zu laut und während ich mit den Kindern gebastelt habe, oder wir haben schon mal vorbereitet, wir werden nämlich nachher basteln und ich zeige euch mal, mach mal eben kurz den Ofen auf. Es gibt bei uns Macaroni, also Ofenmacaroni. Oh, das riecht schon jetzt lecker. Also wir basteln nachher Rentiere und dafür habe ich schon mal diese so aufgezeichnet. Wir können die Kinder die nachher ausschneiden. Die Nase. Nur einfach so rotes Papier. Ja, das muss ich noch machen. Oh, das mache ich aber nachher nach dem Essen. Weil wie gesagt, der Carlos legt sich ein bisschen hin. Da bin ich mit Lisa. Die Kinder sind da am Malen. Und schwarz für die Augen. Komm, mein Schatz. Zu müde, Luisa. Könnte auch sein. Aber Luisa ist auch ein bisschen Macaroni, ne?
und dann erst schlafen. So, das lege ich einmal auf Seite, dann komm, Schatz. Hier drauf? Okay, dann leg dich hin. Komm, Schatz. Kannst du jetzt im Zimmer? Was ist? Was hast du da? Ein Minion? Oh mein Gott, ein goldener Minion! Hey. Nicht da rein, der Papa ruht sich aus. Was wollt ihr? Ich wollte dem Papa was zeigen. Oh, ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen fertig machen. Irgendwie so verschlafen aus. Meine Eltern kommen gleich. Nach dem Essen kommen sie. Genau. Ja. Das war die Vorlage. Sie? Ja. Sie? Linda? Wir haben gerade gegessen. Richtig gut. Luisa hat richtig gut gegessen. Nur am Ende, da war noch was im Teller und dann hat sie den Teller alles auf dem Boden. Deswegen wollte ich gleich noch den Boden wischen. Weil so hundertprozentig ist das nicht raus abgegangen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Ordnung. Und dann wollte ich halt schon mal ein bisschen vorbereiten. Hier so Tassen, Kuchen und so. Kastanie, oh, die müssen um 1 Uhr? Wann sollen die am besten rein? Nee, halt 2 reicht, ne? Ja. Genau, wir essen Kastanien mit meinen Eltern. Und mache hier halt alles so ein bisschen... Ja, Ordnung. Ne? Und dann wollte ich mit den Kindern, die Luisa, die schläft dann jetzt gleich. Und sobald die Luisa schläft, dann haben wir so ein bisschen Zeit für uns. Also ne, ohne Luis, ein bisschen ruhiger. Dann basteln wir ein bisschen, ne? Hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Und wir machen natürlich auch mit den Bausteinen weiter. Allerdings dann, wenn meine Eltern wieder gehen. Meine ich ja später, wenn meine Eltern wieder weg sind. Die sind nicht lange da. Vielleicht 2 Stündchen. Fußball. Wie konnte ich nur Fußball vergessen? Dieser Mann will Fußball gucken. Alles klar. Also ich wollte jetzt gerade den Boden wischen. Zeige euch einmal hier. Schaut es so aus. Das habe ich hingelegt, weil das nimmt meine Mama mit. Das ist noch so ein Spielteil, was gefehlt hat. Und ja, so schaut es hier aus. Für die Kinder habe ich jetzt ein bisschen Obst gemacht. Denn wir fangen ja gleich mit dem Basteln an, bevor die Oma noch kommt. Genau, hier haben wir nicht weitergebaut. Das machen wir ja nachher. Und der Carlitos macht gerade die Kastanien zurecht. Sind es viele? Ja, ein paar. Blech. Blech reicht voll. Ja, klar. Okay. So, dann mache ich jetzt mal den Boden, den Eingang auch. Den kann ich eigentlich gleich mitmachen, aber da ist noch der Teppich. Staubsauger, der muss noch weg. Ich lasse nebenbei noch ein bisschen Musik laufen, die Luisa, sie schläft. Also Luisa schläft immer zu perfekten Zeiten. Das ist so gut einfach. Nee, das wollte ich euch ja gezeigt haben, wie wir hier schön basteln. Hätte ich ja schon fast vergessen. Sag mal dein Piano, wie weit du bist. Sieht richtig toll aus. Aber jetzt ist der Kleber hier trocken geworden. Oh, da muss ich nochmal was drauf machen. Das sieht richtig, richtig toll aus. Weil ich habe schon vergessen, wie der dran gehört. Und dann kann das ist auch das gut. Aber dann trocken geworden. Sieht richtig hübsch aus. Gib mir den. Hey. Und ich schneide hier die Sachen zurecht. Wow, richtig toll, Melina. Richtig gut machst du das. Ihr Lieben, es ist schon recht spät. Louis ist gerade eingeschlafen, deswegen darf ich mir kommen. Drehst du doch mal das Video weiter, denn es soll ja auch morgen schon online gehen. Wir haben Punkt 9 Uhr. Die Hörgeschichte läuft auch noch, die muss ich gleich mal ausmachen. Ja, Carlitos hat Kopfschmerzen. Deswegen habe ich dann auch nicht mehr so gefilmt. Meine Eltern waren da. Die Kinder haben sich übelst gefreut. Oh. Und ich esse gerade hier ein bisschen Schokolade. Ein bisschen. Eine vegane Schokolade.
meine Mama extra für mich gekauft, also ohne Milch. Die ist so lecker. Ist eine Nougat-Schokolade. Was ich euch sagen wollte, unser Gebautes sieht immer noch so aus. Wir haben da tatsächlich heute Abend oder jetzt ja nicht mehr gebaut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein bisschen heute mache. Zum Kloster, wir können ja jetzt immer am Sonntag, ne, jeden Advent, ein bisschen machen. Und zu Weihnachten ist es dann fertig. War jetzt so die Idee. Ich gehe mal rüber. Der hat extrem Kopfschmerzen. Deswegen rede ich gar nicht so laut. So, jetzt kann ich wieder normal reden. Ich wollte auch eigentlich das Video jetzt hier beenden. Ja, morgen gibt es wieder ein neues Video für euch um 10 Uhr. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefreut. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, bis morgen. Tschüss.